Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Willkommen zurück hier zum Train Sim World 3. Und ja, ich habe heute mal Bock auf Ruhrgebiet. Ich würde sagen, lass uns hier doch mal reinschauen. Das Schöne ist, diese geführten Strecken und geführten Züge, da werden wir erst noch mal zu Anfang immer in den in die Lok oder in den Triebzug eingewiesen. Wir fangen mal an mit der Baureihe 422. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung. Und vielleicht finden wir auch das ein oder andere Problemchen, wo ich nur gar nicht mit klarkomme. Ist meine zweite Reise hier im Zug, nachdem ich ja so ein klein bisschen in die Grundlagen reingeschaut habe. Aber noch längst nicht alles. Da müssen wir auch nochmal weitermachen. Die geführten Züge, Leute, sind halt... Willkommen bei diesem Elektrotriebzug BR422 in der verkehrsroten DB-Lackierung. Diese kurze Einführung umfasst den Umgang mit den Fahrgästen und die Fahrtwiederaufnahme nach einem Nothalt. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, machen wir gleich. So, die Türen sind verriegelt. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. So, machen wir die Tür zu. Und schauen uns hier mal drin um. Dem einen oder anderen wird das wahrscheinlich auch bekannt vorkommen, ne? Magdeburg. Okay, heißt, wir sind noch nicht auf der Strecke, auf der wir eigentlich sein wollen. Aber für die Einführung in den Triebzug, komm, mach mal auf hier. Ich will da mal, so, jetzt zu. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Also auf vorwärts, was haben wir hier? Neutral, rückwärts, aus, vorwärts. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Gucken wir mal kurz auf den Bahnsteig. Ich habe übrigens noch keine Möglichkeit gefunden, so aus dem Fenster zu gucken. Weicht die Fenster. So, dann setzen wir uns wieder hin. Ein Spiegel haben wir hier nämlich auch nicht. Also die einzige Möglichkeit. So, Türen links öffnen. Links schließen, rechts, okay. Wir lassen die Fahrgäste einsteigen. Oben links haben wir diesen gelben Kreis, der sich langsam füllt. Wenn der voll ist, dann ist die Zeit abgelaufen und wer da nicht drin ist, hat selber Pech gehabt, ne? So, Türen verriegeln. Da steht auch keiner mehr. Dieser Triebzug verfügt über einen kombinierten Leistungsregler Bremsgriff. Auf über 50% heißt so. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. 64 km/h müssen wir erreichen. Langsam nimmt er ja. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Oh, komm auf null. So.
Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Griff in den Bremsbereich bewegen. Also, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, Leute. Also, ich glaube, 100 km/h dürfen wir wohl, ne? Wenn ich das jetzt so richtig sehe, dürfen wir 100 km/h erreichen. Also geben wir noch mal ein bisschen Gas. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Wie weit haben wir noch? 800 Meter bis zum Halt. Rollen wir noch ein Stück vor. In Hagenhäupling sind wir jetzt. Alles klar. Türen entriegeln, rechte Seite diesmal. Ja, viel ist hier in Hagen nicht los, so wie es aussieht. Zumindest nicht um. Da kommen sie jetzt erst an. Da kommen sie an. Wir fahren hier natürlich nicht nach Fahrplan. Soll ja schließlich ein bisschen realistisch sein. Also wenn wir ein bisschen Verspätung kriegen sollten, Leute, dann ist das völlig in Ordnung. Wir verriegeln die Türen. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. So, in 2 Kilometer geht's dann nächster Halt Hagen-Westerbauer. Ausstieg in Fahrtrichtung links oder rechts. Also bei 80 Euro, wir müssen ein bisschen runter. Ein bisschen langsamer, komm schon. Komm. Notbremsung, oder hat einer eine Notbremse gezogen? Na toll, Leute. Um diese Situation zu bewältigen, müssen zunächst die Steuerungen zurückgesetzt werden. So, Notbremse lösen. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. So, hier stehen wir auf freier Strecke, weil sich wieder irgendeine alte Oma wahrscheinlich an der Notbremse festhalten wollte und hat natürlich nicht geklappt. Okay, dann fahren wir mal weiter. Hagen-Westerbauer ist dann in 1,4 Kilometer. Sch-
schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Ist so ganz schick gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob einer von euch die Strecke kennt. Ich selbst kenne sie nämlich nicht. Ups. Oh, sind nur noch 700 Meter. Okay, dann. Ein bisschen Gas geben sollten wir aber noch. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. 400 Meter, 300 Meter. Ich versuche mal ein bisschen später zu bremsen jetzt. Okay, da vorne ist. Hier ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Haben aber noch gute 160 Meter. Wir rollen langsam in den Bahnsteig ein. Okay, Ziel erfüllt, Türen und Riegeln, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Aber die Schilder sind leer, ne? Steht nichts drauf. Okay, da steht man gar nichts drauf. Zeitlich liegen wir wohl ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie unser Fahrplan eigentlich ist. Den sehe ich hier gerade nicht. Alles klar. Türen zu. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zugs durchgegangen. Weitere Details zu den Steuerungen finden Sie in der Anleitung. Und damit haben wir den ersten Teil schon fertig, Leute. So schnell ging das. So schnell kann man Zug fahren. Okay. Es sind natürlich nur die Basics, ganz klar. Aber hilft uns natürlich im Spiel hier so ein bisschen tatsächlich die Lok ins Rollen zu bringen. Und ich würde sagen, wir nehmen die Strecke mal und fahren einfach so ein paar Stationen ab. Hier im Ruhelauf bei Regen. So, wir müssen rüber zu Bahnsteig 5. Ist 4, 5, okay. Willkommen in Wuppertal, Leute. So sieht's hier aus. So, wir fahren jetzt bis Hagen, von Wuppertal nach Hagen, um da den Lokführerwechsel durchzuführen. Oh, Sturmwarnung, Leute. Der Zug trifft den Kür. Ihr solltet euch mal was anziehen, Leute. Habt ihr schon gesehen, dass das regnet?
Dann wollen wir mal den Kollegen hier ablösen. Ach, der ist schon weg. Der ist schon hinten raus wahrscheinlich. Vorwärts. Fahrgäste einsteigen lassen. Wie kriege ich, Moment, wo habe ich denn hier die Scheinwerferlicht? Nee, aber wo? Hallo? Führerstandsbeleuchtung. Ein. Tür zu. Beleuchtung im Fahrgastraum machen wir auch an und dann fahren wir mal langsam los. Ich sehe nichts. Wo haben wir denn hier die? Scheibenwischer machen wir an. Bonbon. Oh, wir sind viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell gleich hier am Anfang. Aber da haben wir uns auch ein Scheißwetter ausgesucht, Leute. Da haben wir uns ein richtiges Scheißwetter ausgesucht hier. Guckt's euch an. Grau in Grau. Der nächste Halt ist schon in 600 Metern. Ist halt so unten hier im Ruhrgebiet. Da halten wir echt an jeder Milchkanne und die sind wirklich nicht weit auseinander. Also, da müssen wir jetzt aber auch schon langsam in die Bremse. Wer geht denn da schon an die Türen, Leute? Geht da schon einer an die Türen? Oh, 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 oh. Oh, da sind wir zu weit nach vorne. Gucken wir mal eben. Oh, die erste Tür ist schon nicht mehr am Bahnsteig. So ein Mist aber auch. Aber gut. Nee, aber nicht gut. Oh, ich habe auch noch die falsche. Nee, passt. Ich dachte gerade, ich hätte die falsche Seite aufgemacht. Ah, ist sowieso kein Mensch unterwegs bei dem Wetter. Ist ja keiner unterwegs, siehst du ja. Türen verriegelt. Gut, mit dem Bremsen, da müssen wir echt beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Und dann ziehen wir weiter. In 1,9 Kilometern ist dann der nächste Halt Wuppertal Barmen.
Und wir müssen ja jetzt echt aufpassen, weil wurde ja gesagt, dass hier auch Strukturen durch den Sturm beschädigt werden können, sprich Bäume auf dem Gleis oder solche Sachen, ne? Licht ist an. Eigentlich schade, da wollte ich euch mal zeigen, wie schön das Ruhrgebiet ist. Und dann haben wir hier sonst Schiedwetter. So, 500 Meter noch. Da müssen wir mal langsam schauen, dass wir diesmal besser zum Stehen kommen, ne? Müssen wir noch reinrollen, würde ich sagen. Ausstieg für Fahrgäste links. Und schon wieder zu weit, glaube ich. Ich glaube, da sind wir schon wieder ein Stück zu weit. Schauen wir mal. Ja, nee, ist okay. Ist okay, Leute. So, alle Mann einsteigen und Türen schließen. Und weiter geht's hier. Und der nächste Halt Wuppertal-Oberbahn. Wenn es jetzt nicht regnen würde, Leute, wenn es jetzt richtig schön Wetter wäre, dann wäre ich ja so an den Bahnhöfen mal kurz ausgestiegen, hätten wir mal ein bisschen schauen können, ne? 60. Wir rollen vorsichtig weiter. Eigentlich, wir liegen sogar noch in der Zeit, ne? Da hatte ich gedacht, dann machen wir mal ein bisschen Verspätung hier. Aber nee. Hier an den Güterwagen vorbei. Und in 750 Metern der nächste Halt Wuppertal-Oberbahn. Ist aber auch ein richtiges Zauberwetter. Oh, 500 Meter. Ja, hier fahren wir aber sehr langsam ein, ne? Hier fahre ich jetzt wirklich sehr langsam ein. Da können wir noch mal kurz ein bisschen. Wuppertal, Oberbahn.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. Okay, 2 Minuten Verspätung haben wir, aber wir wissen ja. Fünf Minuten sind keine Verspätung bei der Bahn, deswegen sind wir pünktlich. Ich hatte eigentlich vorgehabt, eine richtig fette Verspätung einzufahren. Schaffen wir aber ja vielleicht noch, indem wir hier bei Bauhaus einkaufen zum Beispiel, oder? Was meint ihr? Schön ein bisschen shoppen gehen. Versuchen wir die Verspätung wieder ein bisschen einzufahren. Dazu müssten wir natürlich schneller als erlaubt, ne? Das haben wir schon geschafft. Können wir aber nicht übertreiben. Hier sind wir im gelben Bereich. Das geht noch, denke ich. 63. So, 1 Kilometer bis Wuppertal Langerfeld. Und das Wetter wird und wird nicht besser, ne? Das wird und wird nicht besser. Ah, hier waren die Sprayer am Werk. Auch nett gemacht. Ausrollen lassen. Oh, ich glaube, bevor wir hier zum Halten kommen, ja, ein bisschen vorfahren können wir noch, ne? Alles klar. Rechts zur Seite die Türen öffnen. Aber keiner will rein, keiner will. Doch, da hinten, da steigen noch welche aus. So, wir werden nicht die ganze Strecke fahren, Leute. Aber zumindest hier die Bahnhöfe in Wuppertal, die fahren wir natürlich an. Hallo junge Frau, der nächste Zug kommt in 30 Minuten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt hier in Hagen, Wuppertal. Okay, weiter geht das bis Schwelm-West. Ich würde sagen, dann können wir auch erstmal aufhören. Da haben wir schon ein bisschen Zeit hier im Zug verbracht. Wollen wir noch ein bisschen?
fahren extra ein bisschen langsamer, weil wie sollst du sonst eine Verspätung einfahren können? Ne? Wie sollst du sonst eine Verspätung einfahren können? Weil da haben überall die Blitze hier. Da kommt uns ja auch schon einer entgegen. Runter. Wir kommen hier vorm Bahnsteig zu Halt schon. Nee, dann langsam einfahren. Dann haben wir schon mal 4 Minuten an Verspätung eingefahren. Ja, siehst du, geht doch. Wir kriegen es noch hin, oder? Linke Seite Türen öffnen, gucken uns das ganze Debakel hier mal an. Das ist Schwelm. Willkommen in Schwelm West, liebe Leute. So, ihr habt alle noch gar nicht gemerkt, dass das regnet, ne? Ihr habt alle noch gar nicht gemerkt, dass das regnet. So, das Fahren an sich ist eigentlich ganz witzig, so zwischendurch mal eine Strecke oder so. Da habe ich voll Lust drauf, glaube ich. Ob ich das unbedingt bei dem Wetter immer so haben muss, weiß ich nicht. Na, junger Mann, haben wir was verpasst? Und wir fahren nach Schwelm, ist für uns, würde ich sagen, mal die Endstation. Bremse bin ich noch nicht in der Nähe. Aber in Schwelm ist ja nur noch 800 Meter, 900 Meter. Also ihr seht schon, wirklich alle paar Meter oder so müsst ihr hier zum Halten kommen. Ist aber auch ein Wetter, da jagst du keinen Hund vor die Tür, ne? Da jagst du echt keinen Hund vor die Tür. Gut, sind nur noch 300 Meter, dann sollten wir schon mal langsam daran denken, den Zug zum Halten zu kriegen. Oder Zielbremsen ist nicht so ganz einfach. Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Okay, Türen auf.
Wir stehen auf und hoffen. Komm, wir gucken mal hier rein. Na, gibt's was Interessantes zu sehen? Okay, wir haben hier unsere Fahrgäste. Wir lassen die Tür offen, damit das auch noch ein bisschen zieht. Frühmorgens war es, ne? Wo sind die Pendler, Leute? Wo sind die Pendler? So, wir können uns hier in der erste Klasse setzen. Und darauf warten, dass die Ablösung kommt. Aus Hagen. Naja, gut. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, ich mache Feierabend. Ich habe keine Lust mehr, weil die steigen. Die kenne ich. Ich glaube, die kenne ich. Gut. Ich mache Feierabend. Ich denke mal, ihr habt ungefähr eine Ahnung, wie das Spiel so abläuft. Es gibt verschiedene Missionen und wie zum Beispiel hier den Sturm. Ich gehe davon aus, wenn wir weiterfahren, dann gibt es bestimmt sogar noch irgendwie einen Baum auf dem Gleis oder so. Ich muss mal gucken. Vielleicht fahren wir ja auch tatsächlich demnächst mal die ein oder andere Strecke durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao und bleibt gesund.